Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Ja, weiter geht es. Und okay. Hey, I could use a hand. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Anscheinend werden wir doch diese Ultraschlachter machen. Ah, gut zu wissen, dass hier der Lernunterricht immer ist. Okay. Gut. Also da, wo die Adler-Löwenschlacht ist, da werden wir wohl auch gegen Edelgard persönlich höchstwahrscheinlich kämpfen. Okay. Ich dachte zuerst, wir müssen diese Festung dort, wo mit bei Kirche der Seiros okay. No. Oh, okay. Okay. Thanks. I'm glad I asked you. Ne, auf jeden Fall da, wo wir gegen den Todesritter gekämpft haben. Die etwas größere Schlacht war das ja gewesen. Ja, werden wir ja dann sehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihr läuft nicht. Obwohl Annette eigentlich stark ist. Can't afford to lose. It had to be done. Also ja, sie ist stark, ne? Aber die Gegner treffen alle. Nobody's fool. Das ist halt so das Doofe. Aber sie hat es geschafft, gut. Jetzt bekommen wir denn überhaupt Zauberstab? Keine Ahnung, ob der gut ist. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Ja, so verschwenderisch können wir sein. Im Grunde war es das dann eigentlich. Klar, wir könnten jetzt noch hier und da das Dings da machen, aber will ich das? Gross. I have a question. Wow, that's... Ah, nicht schlecht. Direkt die falsche Antwort gegeben. Ja, ich weiß nicht, ich hätte auch hätte da auch mit zwei Schwertern kämpfen können. Why not? Weiß gar nicht, warum das so verpönt ist, ist doch gut. I'm getting the hang. I still need. Immer diese lange Ladezeiten. I'm really getting it. Na komm, dann darf Annette diesmal Unterricht machen. War is enough. I still need to still a lot some new. Okay.
Interesting. How best? Na komm, heute machen wir Ausbauen. Habe ich noch nicht einmal gemacht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. There's quite a bit of fog settling in. We won't be able to advance our troops very far in this. We won't be able to move at all until the fog lifts. No matter which path we take, we'll have to be patient and wait it out. Gilbert? No. Gustav. Yes, Gustav. I would like to take this opportunity to speak with you about something. It's about the tragedy of Dusker. There's something about it I just can't wrap my head around. I'm listening. I lost a son in Dusker that day. I exhausted every last resource I had to investigate what took place there. I was startled to find that there wasn't a single shred of evidence to suggest that Lady Patricia's carriage had been attacked. Go on. Apart from His Highness, whose injuries left him on the verge of death, everyone else present at the time was slaughtered. Of all the victims, only the corpse of Lady Patricia, His Majesty's second wife, was never found. Isn't that right? Hmm. Surely that means she was abducted. There was no evidence of an attack, suggesting they threatened her, but did not kill her. But what reason would they have to take her? Would it not have been better to kill her? Perhaps she had some value as a diplomatic pawn. Nonsense. In the many years since that day, has Lady Patricia ever been used thus? No, not as far as I know. Then perhaps she was used for some political gain within the Empire. Now that her daughter is the Emperor, what reason would she have to keep hiding her existence? It is possible she passed away after returning to the Empire. Gustav, I know this is hard for you to hear, but just consider what it would mean if Lady Patricia was involved with that incident. Silence, Rodrigue. I will not allow you to tarnish her memory like that. I do not mean to imply that she arranged His Majesty's murder or anything of the like. But Gustav, I cannot shake the feeling that the tragedy was part of a much larger conspiracy. There is more to it than we know. That much is certain. Rodrigue! Gilbert! Please hurry! To kill like this is inhuman. This is one of the knights we dispatched to the leader of the Alliance. Tell me everything you know. Sir, a soldier on patrol came across this knight a short while ago, in a rocky area not far from here. Someone from the Alliance must have disposed of the body there. Is this how the Alliance chose to inform us that they have no intention of joining our cause? Yes. I would not hesitate to believe them capable of this. Whatever the truth is, the other knights we dispatched are in serious danger. It's best to assume that joining with the Alliance is out of the question now. Even with Count Karin's support, this makes our situation grim. I never expected the Alliance to help us. Anyone who stands in my way will be crushed beneath my feet. It is time. Ach, sie war's gewesen. Nice. Schlacht bei Gondor. Gondor. Nicht Gondor. Wir sind hier nicht bei der Herr der Ringe. The Kingdom Army departs from the Great Bridge of Murden and marches south toward Enbar, the Imperial Capital. Meanwhile, the Alliance Army follows from behind to invade Imperial territory, and the Empire has dispatched forces from Fort Mercius to intercept them. The curtain is rising on a conflict between the three armies, which will come to be known as the Battle at Gronder, held on the same plains that witnessed the Battle of the Eagle and Lion. Okay, kommt Claude doch. Wäre auf jeden Fall interessant.
Tatsache, die kommen. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Oh, Zoltan-Schwert. Sehr stark. Assassine ist sie. Bernie ist eine Scharfschützin. Na ja, gut, Hubert ist Dunkelmagier. Beziehungsweise Dunkelbischof. Und das war's. Aha. Schade, wir müssen Bernie töten. Gut, dann schauen wir mal kurz an den Zahn nochmal. Wir haben eine Donneraxt, die wir nicht brauchen. Ein Kriegerbogen, der kaputt ist. Das ist ein Silberbogen. Okay. Dann würde ich sagen, let's go! Alle gegnerischen Kommandanten werden besiegt oder meine Einheiten werden alle vernichtet. Oi. That I will tear your heads from your shoulders. The dead must have their tribute. As big class reunions go, this one's got to be the worst in history. Years ago, we fought here as classmates. But not today. Kill every last one of them! And so we fight on. You have finally appeared, Edelgard. Now, you are mine! Kingdom Army doesn't look too interested in joining forces with us. Let's take a moment to see how this all unfolds. It would not be advantageous to take on both at once. We must stop the Kingdom and the Alliance from joining forces. I will create such chaotic warfare that they won't be able to tell who is friend and who is foe. Ist dem Metrik vollkommen egal, wer Freund und Feind ist. Er killt einfach jeden. I'll comply. I'm your girl. I'll cut through. Wir verlassen uns erstmal hier auf links. What's the plan? Ready when you are. Und dann werden wir mal schauen. What's my strategy? I'd be honored. Guide me well. At your service. Mounted units, advance. Stay back. Stay back or I'll shoot. Next
Okay, beide fürs 38. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit Leveln. Habe ich nur so das Gefühl. Ah, schade. Na, machen wir selber Lanzen. Ah, schade. Sorry, Bernie. Bernadetta, thank you. I'll make sure your life was not lost in vain. Vielleicht hätte man den einen oder anderen noch retten können. Das weiß ich nicht. Machen wir eher weniger, sondern Hauptsache Einheiten sterben alle. Ich hab die Schneider. You're interfering with the plan. The Empire and Kingdom are mixed up in this battle. It's a struggle to target the right one. Such are the rules of melee. We'll just have to crush anyone who isn't an ally. Great. I may not have a crest, but I'll give it my all. I am not going to hold back. I can't let down my dear old Claude. Wie, die sind auch gegen uns? Really? Digga, ich will aber euch nicht umbringen. Erstmal meinen Wachposten. Und dann schauen wir mal. Fighting on will endanger my life. We still have some troops left. Petra. Gefährlich. Boah, Digga! Die haben es aber ultra trainiert, hä? Digga, der hat ja unfassbar krasse Werte. Meine Angriffe treffen alle nicht? Und ich kann auf jeden Fall einen umnieten. Tja, dann müssen wir Kampftechniken benutzen.
before Adrestia. Ne. No use. Pff, krass. 0% Treffer. Das ist crazy. Ja, dann können wir uns tatsächlich erstmal um die anderen Einheiten. Wow, 40% und er hat getroffen. Naja, Petra ist einfach zu hart. Die ist echt krass. You didn't forget about me, did you? Me? Ist in der Tat sehr doof. Vor allem auch, dass man da ja gut, kein Problem, dass die 100% trifft, so, ne? Bruder. Ja gut, wir müssen davon ausgehen, dass sie uns töten. Hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Wirklich nicht. Der Angriff trifft mal halt alle nicht. Da kann ich machen, was ich will. Gut. Dann haben wir wenigstens Petra jetzt erledigt. Ja, danke schön, dass du es zweimal. Boah, Digga, die. Super, die werden jetzt alle meine Einheiten töten, ne? So sad that our reunion should take place on the. I cannot allow. I am helping Claude build the future of. His Highness saved him. I can't hold back just because I. I'll only slow you down. Das Problem ist, Claude ist kilometerweit von mir entfernt. Oh, Digga, ist das schlecht. Ja, Dimitri kann nichts machen. Boah, ist das zum Kotzen, Alter. Ich könnte jetzt schon wieder ausrasten, ey. Das ist einfach scheiße.
heads up. We can't be careless. So. Actually alive, Teach. It's a shame you aren't on our side. Anyway, isn't the Empire your enemy? Us fighting seems like a waste. Don't expect me to go easy on you, because I won't. Was? Digga, dieser Ringer killt Dimitri. Willst du mich ficken oder was? Never, 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 never. Dieser Typ nie im Leben killt der Dimitri. Sorry, geht nicht. Bruder, geht nicht. Geht nicht. Kollege, du bist zu schwach. Du kannst Dimitri nicht töten. Wow, really? Krass. Ja, Oh, keine Ahnung, wie viele Züge kann ich zurückgehen? Gut, ich kann auch wieder von Anfang an gehen. Dann, meine Freunde, gehen wir direkt. Auf die scheiß Allianz. Dann töte ich die auch. Ist mir kackegal, Alter. Sollen die Pisser da machen, was sie wollen, ey. Ohne Witz. Mach, was du willst. Es juckt mich nicht. Dann töte ich erst Claude und alle anderen. Ist mir herzlich egal, wirklich. Ja, war nicht die beste Taktik, in die Mitte zu gehen. Claude ist kilometerweit da hinten. Kilometerweit wieder. Das heißt, ich muss erst seine ganzen Truppen töten und dann kann ich ihm den Gnadenstoß geben. Nicht wirklich, was ich will. Aber wenn es gefordert wird. Professor, you're with the enemy. I am helping Claude build. Ignaz, wenn du dich gegen mich stellst, töte ich dich, Ende. Na, könnte schwierig werden. Ah, doch. Ich muss wirklich gegen beide kämpfen, okay? Pff, dann kämpfe ich gegen euch beide. Mich juckt das nicht. Ob ich ein oder zwei Leute von euch töte. Will ich nicht.
country? What does it achieve? Move, Claude. It doesn't matter what I'm saying, does it? You aren't even listening. There's no way you're gonna beat me. You're better off turning tail and run. Ne, egal was ich mache, es ist scheißegal. Okay, das ist toll. Warum auch kompliziert, wenn man es auch einfach machen kann, ne? Oder warum einfach, wenn man es auch kompliziert machen kann? So. Das reicht mir nicht, dass er tot ist. Das ist scheiße. Dass es auf meine Heilerin abgesehen hat, geht mir so hart auf den Sack. Dein Ernst? Ey, die haben mir einfach meine Magie verkackt? Boah, Alter. Ey, die klauen mir einfach meine Magie. Ist das dein Ernst, ey? Was geht ab bei euch, Alter? Hat mir gerade einer verraten, wieso bitteschön Kampfvorteil, Waffenvorteil herrscht und trotzdem er sie mit ihrer lächerlichen Trefferquote einfach trifft? Digga, dein Ernst? War jetzt einfach nur aus Just for Fun.